Und nun wird es feierlich, denn nun schalten wir um zu den Krönungsfeierlichkeiten in die Berliner Philharmonie, zu den Krönungsfeierlichkeiten von Prinzessin Caroline von Monacedei. Der gesamte Adel ist vertreten. Es ist eine Leistungsschau des gesamten Adels. Der Hochadel, der Flachadel, der Steinadel ist nicht da. Der wird durch den bürgerlichen Lämmergeier vertreten. Aber sonst sind alle da. Das belgische Königshaus ist komplett vertreten. König, ich bau ihn nicht, bau du ihn. Neben ihm seine reizende Gattin Ravioli in der preiswerten Familienpackung. Otto von Habsucht, alle sind gekommen. Und jetzt höre ich auch, wie die Klaus-Rausrufe immer lauter werden. Und da ist er auch schon, Klaus von Amtswegen, ein eiskalter Profi, der alle Beatrix aus dem FF beherrscht. Der spielt ab zu Karl Gustav, das letzte Adolf von Schweden. Und Schuss, nein, kein Tor, die Sommerlatte Silvia verhindert den Ausgleich. Und nun schalten wir direkt um in die Philharmonie zu einem Klavierkonzert Nummer 4, Opus 58 von Ludwig van Beethoven unter der Leitung von Erwin von Karajan. Kommentator ist Harry Hirsch. Harry Hirsch, bitte melden! Ja, meine Damen und Herren, wir kommen gerade rechtzeitig, um den ersten erfolgversprechenden Angriff auf den Flügel mitzuerleben. Nachdem das Flügelspiel bisher sträflich vernachlässigt worden war, hat sich jetzt der Pianist elegant gelöst. Er dribbelt. Er müsste abspielen. Die Streicher in der Mitte stehen völlig frei. Und jetzt kommt sein Pass. Wunderschön die Kadenz gezirkelt, ja. Die Streicher übernehmen jetzt das Motiv, aber sie müssen schon ein paar Takte zulegen, nicht so sehr in die Breite. Das hört sich fürs Ohr zwar ganz schön an, aber es bringt nichts ein. Ganz im Gegenteil, die Bläser haben Zeit, sich zu formieren. Sie stehen hinten sehr, sehr dicht gestaffelt. Wenn das nur gut geht, hoffentlich können die Geiger den Ton halten. Aber es sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, ich glaube, es geht. Doch da haben die Bläser den gut gemeinten Heber auch schon abgefangen und versuchen jetzt, die Höhe des eigenen Tones neu aufzubauen. Aber sie haben den Flötisten als Libero eingesetzt. Was macht denn der Flötist? Ja, wenn man nicht mal eine einfache Melodie stoppen kann. Und da ist es auch schon geschehen. Energisch hineingebratscht, ein bisschen zu laut eingestiegen. Doch der Dirigent winkt, er lässt weiterspielen, er lässt Vorteil gelten. Und jetzt die Chance, die Streicher haben ihre Tone voll getroffen. Der Wille zum Abschluss ist da, Jungs, du schießt doch, ja, schieß, Schuss, jawohl. Was ist das? Hand. Hand wird reklamiert, im Orchester muss ich mal mit der Hand gespielt haben. Oder was abseits, von hier unten ist das so schwer zu erkennen. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt schon das Ergebnis mitteilen. Erwin von Karajan schlägt Ludwig van Beethoven im dritten Satz durch technischen K.O. Schönen guten Abend.